Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde House Flipper. Und ich würde sagen, wir legen hier auch mal direkt los und schnacken hier nicht lange rum. So, wir gehen hier direkt rein. Hier ist wieder mein Staubi, der Staubsaugroboter. Und wir gehen jetzt erstmal in den Browser. Denn wir wollen ein Haus vieler Generationen kaufen. Das kostet 51.000 und ich habe, ja, ihr wisst doch, ich bin doch reich. Ich bin Millionär, ich habe hier 161.000. Gut, Millionär bin ich nicht. Ich bin Tausender. Ja, kann man so nennen, oder? Also ich weiß nicht, was genau das hier mit Generation gemeint ist, aber egal. Super Schnäppchen, solide gebautes Haus aus den 30er Jahren auf großem Grundstück in hervorragender Lage. Muss von Grund auf renoviert werden. Alles klar, wird gekauft. Wir wechseln direkt hin. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele Zimmer das hat. Perfekt. Brauche ich aber auch nicht wissen. Ich brauche ein eigenes Arbeitszimmer. Ja, das kann ich doch einrichten. Ich muss also mal gucken, wie es aussieht. Also man sieht hier, was geil ist, jetzt schon ein Bild, wie es aussieht ungefähr. Ist relativ geil. Geil. Ja. So, wir gucken erstmal. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinem zweiten Account vorbeischaut. Der ist unten in der Video schon verlinkt. Der heißt Stando React. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen, sag ich schon. Wenn ihr drauf gehen würdet und da ein kleines Abo dalassen würdet. Denn ich mache da so Reactions über ein paar Videos. Ja. So, wir haben hier außen tatsächlich auch Schmutz, wie man hier sehen kann. Und den mache ich natürlich selbstverständlich einmal weg. So. Die Tür sieht jetzt schon schäbig aus. Die reiße ich noch nicht raus, weil ich sonst nicht weiß, wo der Ausgang ist. So. Okay. Gut. Ich habe jetzt halt immerhin noch keine Ahnung, wie viele Zimmer das hat. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber egal. Wir kriegen das alles hier hin, wie es sein soll. So. Okay. Das erste, was hier ist, ist erstmal das da. So. Das kommt weg. Ah. Licht kommt auch weg. So. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Kommt weg. Das kommt nicht weg, weil da kann ich nichts machen. So. Okay. Wir brauchen erstmal Gips, würde ich mal sagen. Wie immer, es wird am Ende tatsächlich dieses Video hier ein bisschen gecuttet. Das heißt, ihr seht nicht das volle Haus, wie ich das einrichte. Ihr seht dann am Ende immer nur, also ich arbeite jetzt praktisch, also jetzt zeige ich das. Aber wenn ich dann auf die Minute komme, wo ich aufhören muss, weil das Video sonst eine Überlänge hat, muss ich leider cutten. Und ab dann seht ihr nur noch, wie das hier alles fertig ist. Denn das habe ich jetzt bis jetzt bei fast jedem Hausflipper-Video gemacht, wo ich jetzt ein Haus kaufe. Weil das sonst viel zu lange gehen würde mit dem Einrichten. Ja, außerdem will ich ja jedes Haus hier einmal gekauft haben. In diesem Spiel, weil ich will das Spiel natürlich mit euch durchspielen. Und das will ich mit fast jedem Spiel, was ich aktuell aufnehme. Also auch mit FIFA 23, mit Euro Truck Simulator 2, beziehungsweise da kann man nicht zu Ende gehen. Beim? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Ich wollte irgendwas noch sagen. Kacke. Ich würde sagen, das kommt hier schon mal rein. So. Egal, mir fällt es wahrscheinlich gleich wieder ein. So. Garderobe. Garderobe. Wird das so geschrieben? Kleiderhaken. Kleidermöbel. Hier. Das will ich haben. So. Ich weiß nicht genau, für was das da ist. Muss ich auch nicht wissen, oder? Muss natürlich noch ein Spiegel. Ah, welchen Spiegel nehme ich denn? Den hier, würde ich sagen. Oder ist der zu groß? Nee, der ist gar nicht groß. Der passt da sogar hin. So, der bleibt da jetzt auch. So, diesmal machen wir auch in dem Haus Licht. Deckenlampe. Weil vorher hatten wir die Lichter eingebaut. Da reicht, glaube ich, nicht so eine. Ja doch, komm, wir nehmen die jetzt rein da. So, aus den 30er Jahren ist das ja. Dann muss das ja auch ein bisschen so aussehen. So, Licht kommt hier hin einmal. Lichtschalter meine ich, nicht Licht. So. Zack. Was?
Oh, sieht schon geil aus. Hat's gerade kurz. So, es juckt, meine ich. Ich würde sagen, das war's auch schon mit diesem Flur hier. Also jetzt können wir hier reingehen sogar schon. Oh, er hat schon wieder jemanden Lütten zu viel getrunken, würde ich mal sagen. Aber was muss, das muss. Man muss auch mal feiern können. Schlafzimmer ist das Wichtigste, was ich brauche. Nun kann ich ruhig schlafen. Ja. So, hier kommt natürlich gleich noch. Oh. Dingsbums hin, so. Hä? Da. Aus Schmutz. Schmutz. So. Okay, gibt's. Oh ne, hier ist noch was zu verkaufen. So, habe ich jetzt alles verkauft, bitte? So, hier die ganzen Dinger auch mal wegmachen. So, auch Lichtschalter kommt natürlich weg. So. Gut. Dann einmal das da, so. 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 Okay. Wo packe ich das denn jetzt hin? Hier würde ich sagen. So. Ja, dann hole ich mal eine neue Farbe. Also ich sehe jetzt schon, dass das Video schon wieder 6 Minuten geht. Also ich kann leider nicht alles filmen. Das würde nicht funktionieren und den Rahmen vom Video halt komplett sprengen. Und ich sag mal so, ihr wollt ja auch mehr Unterhaltung und nicht eine Länge von, was weiß ich, also 30, 40 Minuten würde das jetzt hier dauern. Und das will ich euch, ehrlich gesagt, nicht antun. Klar könnte man irgendwann aufhören, das zu gucken, aber dann mache ich lieber weniger Minuten und habe dann alles fertig, anstatt so ein ganz langes Video, was halt nicht unbedingt angeguckt wird. So. Zudem will ich ja generell die Videos nicht so lang halten. So. Da ist noch ein Spinnennetz gewesen. So. Geht das? Nee. Hier. Aha. So, mache ich hier auch mal kurz. So. Boah, mir fällt gerade auf, dass bald auch wieder Muttertag und Vatertag ist, ne? Ja, das sieht doch gut aus. So. Zack. Na, da muss ich auch noch was für Mama und Papa holen. Schreibt mal in den Kommentaren, holt ihr für Mutter- und Vatertag was oder nur für Muttertag oder generell nichts? Oder für Vatertag oder halt, ne, nichts. Also ich muss ja sagen, ich hole schon immer für beide was, weil das ist ja kacke, wenn nur eine Person irgendwas immer kriegt. Wenn man jetzt auch einen Vater hat oder eine Mutter, ne? Man weiß ja nicht, ne? Also kann natürlich auch sein, dass manche das nicht haben. Und ist ja überhaupt nicht schlimm, ne? Vielleicht ist es traurig tatsächlich, ja. Aber ist ja überhaupt nicht schlimm. So, wir brauchen ein Bett. Welches Bett nehmen wir da? Dieses hier, weil das ist immer das Standardbett, was ich nehme. So, das packen wir jetzt hier einmal schön in die Mitte. Ach komm, scheiß drauf. So, ein Nachttisch natürlich darf auch nicht fehlen. Da kommen wieder dieselben. Also gefühlt jedes Haus ist einfach nur dasselbe, was ich hier mache. So, was wollte ich jetzt? Ach so, Nachttisch, Licht, Nachttisch, Lampe, Mond, ja. So. Was? Wir machen auch mal das Licht an, würde ich sagen. So. Okay. Es fehlt halt hier nur noch ein Kleiderschrank, ne? Ein Kleiderschrank für die Klamotten. Von den 30ern, ne? So, Kleiderschrank. Also manchmal checke ich die Namen von den Häusern nicht, ne? Also, das Haus von mehreren Generationen heißt das ja, glaube ich, ne? Ich habe es schon wieder vergessen. So, hier kommt ein Schrank hin. Kommt dann noch ein Schrank hin, weil es ist ja ein Doppelbett. So, wir haben ja auch schon wieder fertig.
So. Wir kommen heute irgendwie sehr schnell voran, muss ich sagen. Jetzt fehlt hier natürlich die Zimmertür. Zimmertür. Dann nehmen wir natürlich auch wieder so eine. Nee, nicht Badezimmer. Zimmertür. Badezimmertür. Warum denn hier nur Tür? Schreibe ich einfach mal hin. Tür, so. Tür, Tür, Tür. Wir suchen eine normale Zimmertür. Hier, Innentür. Perfekt. Zack. Ja gut, man kann mal ein bisschen reingucken, aber das ist doch egal, oder? Also wenn die da ein bisschen Spaß drin haben. Okay, ich glaube, das ist nicht so Jugenddingens. Ihr wisst, was ich meine. Wenn die ein bisschen Spaß haben, halt. Was zur Hölle? Wie sieht dieses Zimmer aus? Zimmer, sage ich schon. Badezimmer, meine ich. Hier ist ja ein Zimmer im Prinzip, ne? Steht ja auch da. 7 Quadratmeter Zimmer. Ja, man kann hier gefühlt alles rausschmeißen, was hier irgendwie so vorhanden ist. Einmal Zimmer ist. Junge, warten Sie doch mal. Ich muss das hier doch erstmal alles in Ordnung bringen. Weil das relativ schmutzig ist. So. So, das hier kann ich verkaufen, weil das ist. So, ich würde sagen, wir machen mal erstmal hier alles fertig. So. Montieren alles nach dem Ganzen hier. So. Ab, ab, ab. So. Okay. Wir nehmen natürlich wieder weiße Wandpanels. So, Boden und Decke. Nee, Wände. Wandfliesen. Nehmen wir natürlich hier wieder die. So. Zack. So, hier nochmal davon ein bisschen. Und hiervon. Damit natürlich das Badezimmer auch sehr gut aussieht. So. Batz, batz, batz. So. Hallo. Ja, muss ich jetzt machen? Jetzt habe ich hier ein paar verschwendet. Was mit der Wand da passiert. So, ich glaube, ich muss mir sogar noch mal welche kaufen. Ah ne, vier habe ich noch. So, jetzt aber. Gut, dann kaufe ich mir halt noch mehr, wenn ihr es unbedingt wollt. So. Jetzt hier irgendwie was. Ne, ist nicht, okay. Zum Glück. So, davon noch. Zack, zack, zack. So. Zack. 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 Da noch und hier noch. So. Jetzt habe ich noch sechs. Die reichen nicht, oder? Ja doch. Ich muss jetzt hier mal einplatzieren. Egal. Zack. Boah, das sieht jetzt schon geiler aus. Leute, den Rest mache ich offscreen. Ja. Bleibt dran. Okay, Leute, ich bin wieder back und ich habe auch, was wollte ich sagen? Ich habe auch jetzt hier alles fertig gemacht. Ihr habt das Schlafzimmer noch gesehen, ne? So sieht das aus. Hier Badezimmer und da kommen wir jetzt einmal zu. Ihr seht schon, ich habe hier einmal, ne, das haben wir ja noch im Video, also habt ihr noch gesehen, hier einmal in diese Wandfliesen reingesetzt. Dann habe ich hier so einen grauen fliesenartigen Dingsbums reingemacht. Ja. Hier habe ich eine weiße Dusche. Hier habe ich dann wieder etwas schwarz. Passt meiner Meinung nach auch richtig hierzu rein. Ja. Also ist auf jeden Fall ein nices Badezimmer. So, machen wir hier mal die Fenster zu. Und gehen weiter Richtung dieser Tür. Ich habe leider keine andere Tür gefunden. Beziehungsweise die hat auch nicht gepasst. Deswegen musste ich leider die hier nehmen. Die sind natürlich jetzt hier ein bisschen drin, aber egal. So. Wir gehen hier rein. Und was ihr hier schon mal seht, ist ein Kühlschrank. Dann gibt es ja immer Schränke. Hier wollte ich auch Schränke machen, habe aber irgendwie diese Schränke hier nicht gefunden. Ja, dann gibt es hier nochmal einen großen, langen Arbeitsflächen, Küchen, Dings, ihr wisst, was ich meine. So, die Tür bleibt. So, dann habt ihr hier einmal, oder hier kann man sehen, dass hier ein Sofa ist, mit einem Couchtisch, eine Fernbedienung und eine Pflanze. Die Pflanze werden wir uns auch gleich noch öfters begegnen, genau.
auch mal wieder Fenster zu. Hier natürlich eine Heizung. Und hier ist der Fernseher. Ist nicht ganz mittig. Man kriegt es auch nicht so geil hin. Ich habe versucht, es mittig zu machen. Und meiner Meinung nach sind die Soundboxen schon geil hingestellt. Natürlich kann man hier dann noch essen. Ne? Also ein Essbereich mit 4 Stühlen. Ich weiß ja nicht, wie viele hier wohnen werden. Ich denke mal nicht 4, beziehungsweise 5. So, und hier ist jetzt das kleine, aber feine Büro-Bibliothek, wie man es auch immer nennen will. Hier gibt es einmal einen Gaming-Bereich, wo man hier so ein bisschen was aufnehmen kann oder was weiß ich, was man damit machen will. Dann hier noch ein Laptop für Arbeitssachen. Und hier ein Bücherregal, was ich hier hingestellt habe. Und natürlich hier wieder diese drei Pflanzen, die ich meine. So, und das ist auch schon bei diesem Haus alles gewesen. Wir haben jetzt alles hier neu eingerichtet. Ich werde hier nochmal kurz das hier einmal säubern. Weil das darf natürlich auch nicht fehlen. So. Zack, zack, zack. So. Batz, batz. Ja, Leute, ich würde sagen, wir verkaufen das Haus und gehen zur Auktion. Dann können wir nämlich auch direkt sehen. Also wir haben 10.000, also fast 11.000 für das Haus alleine ausgegeben. Also 51.000 kostet das Haus, 10 bzw. 11.000 die Möbel. So, wir haben jetzt hier auch schon einen für 71.000. Und da würden wir sogar 10.000 fast 800 plus machen. Ich würde sagen, wir verhandeln hier nochmal um 2000, so. Angebot verhandeln, so. Vielleicht kriegen wir 12 raus. Ja, 12. Okay. Wir nehmen natürlich die Familie Schelling an und akzeptieren das. Und jetzt haben wir 172.000, 73.000, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ich glaube doch. Ja, das ist doch geil. So, jetzt lad bitte schneller. Lade schneller. Please. Ja, jetzt hat's geladen. Okay. Okay, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut natürlich außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut natürlich auch auf meinem Zweitkanal vorbei, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Macht die Videoglocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Kommentar. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.